Diese Nachschau wird präsentiert von Pferdehof am Spitzberg. Reitunterricht, Beritt und Aufzucht, Reitferien oder Kindergeburtstage. Dem Pferdeliebhaber sind keine Grenzen gesetzt. Infos auf www.pferdehof-am-spitzberg.de. Aufgrund unseres Umzugs habe ich heute einfach mal gedacht, ich mache die Nachschau direkt vom Renntag aus, spar mir die Zwischenkommentare, denn die Interviews, die liefen heute richtig gut und die sagen eigentlich alles. Deswegen, ja, wir schauen uns die neuen Rennen an, die in Karlshorst gelaufen wurden. Dennis Spangenberg, der Mann des Tages, man muss es einfach so sagen. 4 Sieger, wenn ich richtig gezählt habe, gehen auf sein Konto. Einfach nur super. 6 Starter, 4 Sieger. Das ist ein Tag, den man nicht vergessen wird. Und ich werde den Tag auch nicht vergessen, denn ich hatte auch 4 Pferde am Start. 3 davon bei Dennis, die alle siegreich waren. Und ein Pferd unter Viktor Genz, die Bono. Die hat den ersten Start nach ihrer Pause auch super absolviert mit dem 2. Platz. Also ich bin überglücklich. Dennis ist sowieso überglücklich. Toller Renntag. Und jetzt schauen wir die Nachschau. Und das erste Rennen ist gestartet. Um die Führung kämpfen Let's Twist a Lot. Außen ist Bashkir dabei, der setzt sich durch. Bashkir führt das Pferd in den ersten Bogen vor Let's Twist a Lot. Im ersten Bogen geht nun Bonanomi CG an die Spitze des Feldes und kommt jetzt mit der Führung auf die Tribünengerade. Ausgang des Bogens wird Let's Twist a Lot die zweite Spur genommen und liegt jetzt an der Seite von Bonanomi CG, die beiden Favoriten gemeinsam vorn. Jetzt wird es auch schneller. 2 Längen Abstand dann zu Bashkir, 4. Platz für Glorious Boko und am Schluss Luisa. Und Bonanomi CG im Vorteil gegenüber Let's Twist a Lot. Einige Längen zurück sieht man Glorious Boko jetzt in 3. Position. Dahinter Herbie Dot in den Bashkir. In der Distanz Bonanomi CG muss kämpfen. Let's Twist a Lot rückt immer näher heran, könnte noch vorbeigehen. Let's Twist a Lot Auto und er geht vorbei. Let's Twist a Lot gewinnt vor Bonanomi CG und Glorious Boko. Gratuliere dir und der Seriensiegerin. So kann ein Renntag starten, oder? Ja, ich hoffe, er geht auch so weiter. Das hoffe ich auch. Aber es wurde doch ein bisschen knapp, oder? Einfach war es jetzt nicht. Einfach war es nicht. Viktor hat das Tempo sehr ruhig gehalten. Deswegen bin ich auf der Überseite volle Pulle gefahren. Ich weiß, dass sie genug Arbeit und Kondition hat. Ich habe gehofft, dass Bonanomi nicht genug Kondition hat. Und ich hatte recht behalten. Ja, ich hoffe, wir holen das noch auf. Nächstes Mal wird es nicht so einfach, nein. Danke, gratuliere. Mit wem fährst du jetzt? Zum Heat raus? Prime of Life. Und was erwarten wir da? Ja, sie hat den letzten Start sehr gut gemeistert. Hatte zwar keine Chance gegen Naidu, aber Naidu ist ja auch ein anderes Pferd. Heute ist anstatt Naidu Fight of the Night drin, aber wir rechnen uns schon 2., 3. Platz aus. Dann viel Erfolg beim Heat.
Und das zweite Rennen ist gestartet und Wildest Dream steckt den Kopf in Front, wird aber außen bedrängt durch Chaplin. Ausgang des ersten Bogens, Wildest Dreams an der Spitze vor Chaplin. Und es geht jetzt vor die Tribüne. Und am Schluss des Feldes jetzt ein Vorstoß von Arabesque Hazelaar. Das wird insgesamt dicht geschlossen. Arabesque Hazelaar auf dem Vormarsch, weiter in dritter Spur, rückt jetzt in die zweite Position und ist jetzt an der Seite von Wildest Dreams. In der Distanz sieht man Wildest Dreams im Vorteil. Wildest Dreams im Vorteil, Arabesque Hazelaar jetzt vorn, aber Riven hat die Lücke gefunden, attackiert die beiden für Favoriten gemeinsam vor. Riven ist am Antiksteiger und geht vorbei. Riven übernimmt die Führung, gewinnt das zweite Rennen vor Arabesque Hazelaar und Platz 3 wird hier noch eng zwischen Wildest Dreams und Lindsay. Da bist du ja, du bist einfach an mir vorbeigehuscht. Herzlichen Glückwunsch, ja, herzlichen schon direkt wieder mit dem nächsten Starter hier unterwegs. Wer ist das? Das muss ich für den Franne Heat fahren, das ist die Bellas Bijou. Ah, okay, aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Mensch Riven. Es ist schon ein tolles Pferd, ne? Ja, ein tolles Pferd und sehr unkompliziert. Irgendwann, ja, macht alles mit und ja, wenn er so bleibt, er so in Schwung bleibt, dann haben wir noch viel Spaß mit. Das denke ich auch. Sobald der das Loch hat, ist der aber auch voll tschu, ja. Wie die Feuerwehr. Dann geht die Post ab. Wenn er noch sieht, dann schießt er erstmal los. Ja. Das ist dann zwar manchmal auch so ein bisschen phlegmatisch irgendwas, das ist so. Und wenn er meint, dass er durch die Lücke durch und dann vorbei, dann hört er auch gerne mal ein bisschen auf. Aber bis jetzt hat er das eigentlich immer sehr gut gemacht. Oder wir beide. Ihr beide, das denke ich auch. Und jetzt viel Spaß beim Heatfahren und noch viel Erfolg. Danke, danke. Mal schauen. Denise, es ist ja Weltfrauentag und da muss man ja wirklich mal sagen, im Trabrennsport sind nicht so viele Frauen aktiv, vor allem nicht im Profibereich. Da bist du fast die Einzige. Also heute sind noch zwei Frauen am Start, wobei leider ist ja der eine Nichtstarter, das heißt Nicole ist auch Nichtstarterin, aber ja, Jitte ist ja noch da, die hält die Fahne hoch, auch für die Jugend. Aber war das für dich eigentlich immer so ein Problem, dass da nicht so viele Frauen mitfahren oder ist das eigentlich egal? Das ist eigentlich egal. Aber es wäre schon schöner, wenn es mehr machen würden, oder? Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Es wär generell schön, wenn es alles mehr machen würden. Ja, mehr Männer, mehr Frauen, mehr alle. Nein, aber wen hast du hier für uns dabei? Brandy Simoni. Und ihr seid immer gut zu erkennen in eurem Orange. Ja, ne? Ja, dann sage ich mal viel Spaß beim Heat. Danke. Und dann geht's los. Ja. Und das dritte Rennen ist gestartet. Kurzer Kampf um die Führung. Da steckt er erstmal If I Can Dream von der Innenkante weg, den Kopf in Front, bekommt aber bereits Druck von Over the Cloud und der geht an die Spitze. Over the Cloud vor If I Can Dream, Sir Bourbon in der dritten Position. Knapper Vorteil für Over the Cloud. Vor Justus Love, dahinter wurde Go for Gold in die dritte Spur genommen. In der Distanz Over the Cloud deutlich voraus, legt hier zu. Und liegt überlegen vorn. Aber noch Kampf um die Plätze. Justus Love momentan noch Zweiter am Außen. Go for Gold ist ein Tick stärker und wird Zweiter. Um das dritte Geld kann es hier noch eng werden. Aber es bleibt dabei. Over the Cloud for Go for Gold. Und auf Platz 3 Justus Love. Yay! Da seid ihr. Danke dir auch, Dennis. Mensch, das war ja gar nicht so wie im Vorab-Interview besprochen. Das ging ja sehr leicht von der 8 nach vorn. Ja, Salve Donatella war natürlich auch ein Schnellstarter, die gestrichen wurde. Und jetzt fing er hinterm Auto wirklich sehr gut an. Und ich kam kampflos nach vorne und konnte alles nach Belieben einteilen. Habe ihn Anfang Einlauf einmal den Kopf freigegeben und ein bisschen geschnalzt. Und dann hat er sich direkt mit 6, 7 Längen gelöst. Und dann habe ich ihn schon nur noch ausbrudeln lassen und das hat er souverän gemeistert. Ja, schön. Ihr seid sehr schön. Es ist sehr schön. Ich freue mich. Wunderbar. Dann kann es ja so weitergehen. Mit Arabesque war natürlich ärgerlich da, noch geschlagen von Riven, aber von Riven kann man auch geschlagen sein, oder? Ja, von Riven kann man geschlagen sein. Der hat einen unheimlich starken, trockenen Schlussspeed. Und es hatte sich sehr schlecht für mich entwickelt. Ich kam nirgendwo hin. Die zweite Spur war total blockiert, also musste ich wieder außen rum, was ich überhaupt nicht wollte. Und
naja, dann hatten sich für Thomas Heinz sich alle Türen innen geöffnet und er kam spielerisch ohne irgendwas zu tun in meinem Rücken und dann ist er drüber hinweggelaufen. Aber Arabes Hasela ging trotzdem ein sehr starkes Rennen. Ja, drei Rennen sind gelaufen. Erster, zweiter, erster. Das ruft nach mehr. Ich hoffe. Und das vierte Rennen ist gestartet. Um die Führung kämpfen Palm of Life und Rockabye. Und in der Außenspur kommt dann noch Honfleur dazu. Alle drei gemeinsam an der Spitze. Innen sieht man Prime of Life, außen Rockabye und in dritter Spur weiter Honfleur. Und Rockabye kommt mit der Führung auf die Tribüne gerade. Rockabye in Front vor Prime of Life mit Honfleur an zweiter Spur. Und Honfleur attackiert jetzt. Honfleur attackiert Rockabye und zieht in Front. Honfleur übernimmt das Kommando vor Rockabye und Prime of Life. Knapper Vorteil für Honfleur. Honfleur wird jetzt bedrängt durch Fight of the Night. Töchter hinter Rockabye mit Ivan Opetnik. Dann sieht man Janina AP in den Prime of Life. Und es geht jetzt auf die Zielgerade. Und Honfleur wird attackiert durch Fight of the Night und der ist bereits vorbei. Fight of the Night ist vorn. Fight of the Night vor Honfleur, dahinter Rockabye an der Innenkante. In der Distanz Fight of the Night sicher voraus vor Honfleur. Kampf um das dritte Geld. Innen geht Rockabye, außen Rianne Plü, in der Mitte Ivan Opetnik und der wird wahrscheinlich Dritter. Genau, einen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Ich habe leider nur den Einlauf sehen können, aber der sah auf jeden Fall sehr überlegen aus. Wie verlief das Rennen sonst so? Ja, mit der Startnummer 9 hatte ich jetzt eigentlich ganz gut so gelegt und wie gesagt, lag gleich drittes Pferd außen. Und ja, wie gesagt, dann der Vordermann, der spann dann vor mir weg. Und da bin ich unblutig dann in die Todesspur gekommen. Und ja, nachher im letzten Bogen, da habe ich den schon gemerkt, der Victor hatte nicht mehr so viel zu verkaufen, weil auch der erste Start von dem Pferd. Und da habe ich dann schon gewusst, dass im Einlauf geht ja immer weiter und war okay. Ja, so sah es doch aus. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, dann erwarten wir ja diese Saison wahrscheinlich noch einiges von dem Pferd, oder? Ja, wie gesagt, er musste ja eigentlich immer in einer Klasse laufen, wo er gar nicht reingehört. Jetzt war heute das erste Mal, dass er in seiner Klasse laufen konnte. Und wie gesagt, er wird sich auch noch steigern, wenn er gesundheitlich alles top bleibt, dann werden wir schon noch ein bisschen was hören. Super, dann noch einen erfolgreichen Renntag. Ja, danke schön. Und das fünfte Rennen ist gestartet. Im Kampf um die Führung sieht man Jura on the Pasture. Ganz außen ist Yucatan dabei. Und ein Fehler von Hivings White Rose. Und es geht jetzt auf die Tribünen gerade. Es fällt noch recht weit auseinandergezogen. On the Pasture weiterhin gemeinsam mit Yucatan an der Spitze. Die führen mit 2-3 Längen vor Jura. Dann sind Runde 5 Längen bis zu Goldoraki. Der liegt in der vierten Position. Die Pferde jetzt auf der Gegenseite. Die Reihenfolge ist unverändert. On the Pasture in Front vor Yucatan und Jura. Und dicht dabei in vierter Position jetzt auch Goldoraki. Und On the Pasture führt durch den Schlussbogen. On the Pasture und Goldoraki jetzt in zweiter Position. Und es geht auf die Zielgerade und Goldoraki attackiert in der Distanz. On the Pasture, wieder mit einem Vorteil. Goldoraki ist zweiter. Dann sieht man innen Yucatan und in Tanz weiter on the Pasture von Goldoraki mit der Schlussattacke. Das kann doch mal ganz eng werden. Goldoraki außen ist wohl vorbei vor on the Pasture. Gratuliere schon wieder, Mensch. Jetzt bist du auch schon Seriensieger. Goldoraki noch nicht. Aber er hat ja heute endlich mal wenigstens gezeigt, dass er auch gewinnen kann. Wobei er hat sich ein bisschen gesträubt. Ne? Er wollte lieber nach außen als nach vorne. Ja, das ist richtig. Also vom Gewinn, dass er gewinnen wollte, war jetzt nicht unbedingt die Rede. Also ich glaube, er tut sich schwer, an dem letzten vorbeizulaufen. Ja, aber heute blieb ihm nichts anderes übrig. Nein. Vorne war es ja auch sehr schnell. Das heißt, die sich da vorne den Kampf geliefert haben, die hatten dann zum Schluss auch nicht mehr ganz so viel Puste. Das ist richtig. Das Rennen war am Anfang sehr schnell. Und das Pferd von Holf Grafenschirm hat sich lange gewehrt. Wer weiß, wie es ausgeht, wenn ich direkt neben ihm bin.
dann könnte es auch sein, dass er weiter anzieht, aber da er ganz außen war, war er vielleicht ein bisschen zu phlegmatisch, zu müde und hat sich nicht mehr ganz zusammengerissen, so dass es dann wahrscheinlich mit einer Haarspitze im Ziel gereicht hat. Es wäre ja auch nicht Goldoraki, wenn er jetzt mal normal wäre, oder? Das ist richtig. Und das sechste Rennen ist gestartet. Von der Innenkante weg geht die Desavidé sofort an die Spitze. In der zweiten Position sieht man Quick Lady Fehler von Capri de Well. Eine Runde ist zurückgelegt. Die Führung war dann für Desavidé. Und Willoughby Everett wurde herausgenommen und ist jetzt dicht dabei in zweiter Spur. Dahinter Thunderjet mit Quick Lady, vor Douglas mit Horatio Fortuna und am Schluss weiter Los Vascos. Und es geht gleich auf die Zielgerade und dieser WD ist vorne, aber Willoughby Everett ist dicht dabei. In der Distanz, dieser WD im Vorteil. Dieser WD ist vorne vor Willoughby Everett in den Thunderjet. Und dahinter dann nur noch der Kampf um die Plätze. Und vorne alles klar, Desavidé ist sicher vorn vor Willoughby Everett und Thunderjet auf Round 3. Hallo. Hallo. Also langsam machst du mir ein bisschen Angst, Dennis. Gratuliere zum Triple. Ja, gratuliere zum Viertel. Danke. Zum Quattro. Ja, mein Gott, solche Tage, die behält man gerne in Erinnerung, oder? Ja, das auf jeden Fall. Macht wie war? Spaß. Oh, er will etwas schneller gehen, ich merke schon. Wie war das Rennen? Also es schien sehr einfach, war das auch so? Ja, er ist natürlich unheimlich startschnell und mit ihm kann man leicht die Spitze nehmen, wenn man dann das Tempo dirigieren kann und so ruhig fahren kann. Und dann kann er natürlich die letzten Kilometer auch strampeln. Aber Willoughby Everett ging heute auch ein sehr starkes Rennen. Ja, wir konnten es aus dem Schlussbogen, wo wir standen, nicht so richtig gut sehen. Aber es war doch ein bisschen eng noch, oder? Anfangs ja, zum Ende hin wurde es dann wieder ein bisschen leichter. Ich musste ihn zweimal ermahnen und dann hat er auch einen Gang höher geschaltet und dann hat er Willoughby Everett halt immer nur auf Distanz gehalten und dann zum Schluss war es doch noch etwas leichter als es aussah. Ja, direkt mal die ersten beiden Starts gewonnen für uns. Guter Einstand. Guter Einstand. Ja, war's das schon für heute? Von meinem Stall her ja. Eine Fahrt habe ich noch mit Coco Bella. Na dann. Gibt es für die noch mal viel Erfolg und wir packen ein. Danke. Desavi und ich laufen gerade hier Parade nach seinem tollen Rennen und die Bilanz ist einfach fantastisch. Ich hatte 4 Starter, 3 Sieger, einmal Zweiter. Da stehen mir selbst die Haare hier zu Berge. Also einfach, diese Tage behält man gerne in Erinnerung. Das 7. Rennen ist gestartet mit einem Fehler von Grenadine im Kampf um die Führung. Und jetzt sehen wir auch noch einen Fehler von Bambolina CG. Im Kampf um die Führung hat sich hier Mr. Johnny H. durchgesetzt. Im Schlussbogen konnte sich Mr. Johnny H. absetzen, liegt jetzt mit runden 4 Längen vorn vor Usain Bolt. Es geht auf die Zielgerade. Und Mr. Johnny H. klar voraus. Zweiter ist El Timogo. Dahinter der Kampf um die Plätze. Mehr kann es nicht werden. Vorne alles klar. Überlegener Erfolg für Mr. Johnny H. Und im Kampf um Platz 2 außen wohl Peyton Manning am stärksten. Der wird Zweiter vor Kaitani. Und auf Platz 4 El Timogo. Langsam, ich bin auch noch da. Herzlichen Glückwunsch, als Catch-Driver engagiert. Diesmal ist nicht der Trainer siegreich gewesen, aber auch mit der Kombination Cornelius Kluth hat es gut geklappt. Ja, sehr gut. Das ist ein tolles Pferd und Pinky Hönemann kann ruhig öfters Fahrverbot haben. Wenn ich dann so ein Pferd fahren kann, dann ist das natürlich umso schöner. Ja, die Grenadine ist ja auch am Start gesprungen. Ich denke, das war vor allem der Hauptgegner in dem Rennen. Und dann hat der Bahnsprecher ja richtig gesagt, ganz leicht. Ja, das war sehr überlegen. Ne? Also wie gesagt, es ist ein ganz tolles Pferd. Ich glaube, dass Pinky da ein Juwel hat im Stall, muss er nur darauf aufpassen gut. Und ich glaube, dass er dann noch ganz, ganz viel Spaß mit ihm hat. Ja, dann jetzt ab in die Dopingprobe, habe ich gerade gehört. Ja, ich hoffentlich nicht. Gute Fahrt. Von Not können wir auch noch gehen. Ich auch. So, Startfehler. Woran hattet ihr liegen? Kommt aus dem Buch der 1000 Ausreden. Wir haben eine große Welle mit Startnummer 7 und die hat ein sehr flaches Geläuf und hat genau diese Welle erwischt.
Wenn man Form hat als Fahrer, dann passiert das nicht. Aber da ich im Moment keine Form habe, dann passieren solche Manöver. Besser jetzt als im Sommer. Das ist eine gute Aussage, dem ist dann nichts mehr hinzuzufügen. Aber trotzdem weitermachen. Ja. Und das war der Start zum 8. Rennen. Und mit Fehlern von One More Dream und auch Germinal ist in der Luft und kaum auszuparieren. Und vorne der Kampf um die Führung. Und da ist jetzt schon Otto Cash aus dem zweiten Band an der Spitze, liegt mit 3 Längen vorn vor Solvato. Nochmal gut 2 Längen Abstand zu Cocobella. Und in zweiter Spur kann jetzt hier Cocobella aufrücken zu Otto Cash. Die Pferde kommen in den Wetstar.de-Bogen und Cocobella übernimmt jetzt das Kommando vor Otto Cash. Dritte Position vor Solvato, außen begleitet von Bogumir CG. Dann sieht man Girl of Many Missions und es geht gleich auf die Zielgerade. Und Otto Cash ist vorn. Otto Cash ist vorn. Dahinter bemüht sich Bogumir CG und in der dritten Position One More Dream. Und in vierter sieht man noch Germinal, vorne alles klar, Otto Cash. Und One More Dream wird zweiter, eng um Platz 3 zwischen Germinal und das war in den Bogumir CG. Ja, so schnell kann sich das Blatt wenden. Gerade noch über eine Nichtform gesprochen und schon klappt's. Ja, mit Otto ist es ja einfach, er macht aus dem Band alles selber, er ist sehr startschnell. Er mag es nicht von vorne, so habe ich Cocobella nochmal vorbeigelassen, aber das wurde mir dann zu heiß. Ich habe den letzten Start hinter ihr gelegen. Sie hatte sich viel Kraft genommen vorher, so bin ich auch früh in die Offensive gegangen und habe dann gehofft, dass er von vorne kämpft. Das hat er heute wirklich gut gemacht. Ja, fürs Kämpfen ist er ja eigentlich nicht so bekannt gewesen. Du kennst ihn ja. Ich kenne ihn ja, aber ja, heute war sein Tag. Ja, er kämpft ja, wenn das Problem ist, wenn er am letzten Pferd vorbei ist, hört er auf und wenn er alleine vorne ist, wartet er ganz gerne auf seine Konkurrenz und lässt dann ganz gerne mal noch einen vorbei zum Schluss. Darum ist er oft platziert. Aber heute waren wir weit genug weg und er hat super durchgelaufen. Ja, dann Gratulation. Dankeschön. Und noch einen guten Abschluss. Ciao. Und das 9. Rennen ist gestartet. Im Kampf um die Führung macht hier Bricklandstar einen Fehler. Und die Führung hat hier erstmal Stjerna BG, wird außen bedrängt durch Just for Josh. Dritte Position für Glossy Girl. Mit 4 Längen Abstand folgt dann Shake That Heaven. An der Innenkante Windbreaker PS und am Schluss des Feldes Gangster New York. Und eine Runde vor dem Ziel übernimmt nun Glossy Girl das Kommando und in zweiter Spur rückt Shake That Heaven in die zweite Position. Die Pferde im Wetstar.de-Bogen und hier gibt es Druck von Shake That Heaven auf Glossy Girl und Shake That Heaven setzt sich durch, kommt jetzt mit der Führung auf die Gegengerade und es führt weiter Shake That Heaven durch den Schlussbogen mit einer Länge vor Sierra BG an der Innenkante Glossy Girl und Just for Josh und Windbreaker PS. Die Zielgerade ist erreicht. Shake That Heaven mit einem Fehler und schon aus der Partie. Und Stjerna BG ist jetzt vorn. Stjerna BG und da setzt hier Just for Josh nach. Und Stjerna BG ist vorn. Just for Josh rückt immer dichter heran. Das kann doch ganz eng werden. Das Glossy Girl, ich berichtige. Glossy Girl. Glossy Girl war auf der Zielgeraden vorn und bringt den Vorteil auch bis ins Ziel. Und last but not least noch einmal Cornelius. Eine Catchdriver-Fahrt, schon wieder. Schon wieder, ja. Ja, aber scheint gut zu funktionieren. Kanntest du das Pferd vorher schon? Nein, überhaupt nicht. Ich habe sie heute zum ersten Mal gefahren und auch zum ersten Mal Heat gefahren. Und ja, ein schwieriges Pferd, aber wir haben ein, zwei Sachen verändert gehabt und ja, es hat Früchte getragen. Ja, jetzt ist natürlich auch Shake That Heaven in Front gesprungen. Gott sei Dank ist er ja auch dann schön nach vorne weggesprungen, dass keiner blockiert wurde. Das hat es dann aber definitiv auch noch mal etwas einfacher gemacht, oder? Ja, natürlich. Ich musste nur sehen, dass meine immer ein Tempo läuft und nicht gestört wird.
und weil sie sehr empfindlich im Maul ist. Und sie hat das wunderbar gemacht. Wirklich ja, toll. Dann hoffentlich kommt ihr noch gut in den Stall und sie erschrickt nicht noch vor irgendwas. Ja, ich denke, das ist keine Pony, aber das ist jetzt weg. Ja, dann noch einen schönen Abend und danke. Gute Heimfahrt. Danke. Jette, Mensch, ich hab dir so die Daumen gedrückt. Aber da war dann am Ende ein bisschen die Puste alle, obwohl sie ja jetzt noch ganz schön flott ist. Ja, die brüllt immer so ein bisschen. Und sie hat sich da, denke ich mal, einfach nur ein bisschen die Kraft genommen. Aber sie brauchte wieder einwandfrei. Ich kann vom Start losfahren, ohne Angst haben, dass sie springt. Also ich bin zufrieden, auch wenn ich letzte. Ja, aber das ist doch schon mal das Positive, dass man immer auch was Gutes mit rausnimmt. Ja. Und immer weitermachen. Ich finde das toll. Wir brauchen junge Leute. Woo! Ja, und das war's schon von der Nachschau hier aus Karlshorst. Oh, mein Bild wird etwas dunkel, weil der schöne Sonnenuntergang, den wollte ich euch im Hintergrund auf jeden Fall mit draufnehmen. Aber ich drehe mich jetzt trotzdem mal zur Sonne. Ja, heute mal, wie gesagt, die Nachschau aus Karlshorst, direkt von Karlshorst. Denke ich, keine schlechte Idee, damit das Video auch ganz schnell online kommt. Ja, mir hat's Spaß gemacht mal wieder, natürlich heute besonders, aber generell muss ich einfach sagen, wenn die Sonne da ist, macht einfach alles mehr Spaß. Von daher wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. In Karlshorst ist ja der nächste Renntag erst am 19. April. Da kann ich aber schon mal verraten, das wird ein ganz besonderer Renntag. Näheres erfahrt ihr dann, wenn die Ausschreibung raus ist. Und ja, ich würde sagen, ich habe alles gesagt und sage dann mal, auf bald! Diese Nachschau wird präsentiert von Pferdehof am Spitzberg. Reitunterricht, Beritt und Aufzucht, Reitferien oder Kindergeburtstage. Dem Pferdeliebhaber sind keine Grenzen gesetzt. Infos auf www.pferdehof-am-spitzberg.de.